Hallo zusammen, willkommen zurück bei einer weiteren feuchten Runde Subnautica. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wo waren wir beim letzten Mal, womit waren wir denn beschäftigt? Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das Übliche. So, ja, stimmt, wir waren in der letzten Folge, waren wir bei der Rettungskapsel 17, was habe ich eigentlich hier? Das ist die 5, okay. Da ist noch eine, die Rettungskapsel 3. Aber... ist ein bisschen weit weg und die ist ein bisschen tief. Ui. So, was ich auf jeden Fall noch brauche. So, beziehungsweise was wir noch brauchen, sind... ja. Teile der mobilen Fahrzeugstation. Das wäre schon mal nicht schlecht. Die würde ich gerne mal sammeln. So, warte mal, wo ist denn mein Gleiter? Hier, den packen wir auf die 5. Ja, mal gucken, ob wir die Teile noch finden. Dann können wir uns auch schon ziemlich bald die Seemotte bauen. Da ist noch Metall. Das brauche ich im Moment nicht. Ich brauche Fragmente. Da liegt ein Ei. Schön. Wo bin ich denn hier jetzt? Irgendwo im Urwald. Uah. Da. Ist da was drin? Laserschneider. Kann auch nicht schaden. Jo, okay, wir müssen auftauchen. Nicht wieder auf den letzten Drücker. Und abwärts. So, Rettungskapsel 17. Da waren wir beim letzten Mal, ne? Ja, genau. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste hier in der Nähe auch irgendwo ein Wrackteil sein. Okay, sie explodiert in den nächsten 2 Stunden. Alles klar, dann sollte ich vielleicht nicht allzu lange hier rumkrauchen. Jetzt können wir mal gucken, aber hier finden wir bestimmt, was wir brauchen. Da ist noch Schrott. Nur aufpassen, dass ich nicht gleich ersaufe hier. 30 seconds. Da ist noch ein bisschen Kupfer. Ja, ich weiß, ich bin wieder unter 100 Meter und dann... Geodaktor-Fragment. Ah, das hatten wir schon, genau. Oh, jetzt muss ich hoch. Jetzt muss ich hoch. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Hui. Na komm, ganz hoch bitte. Oh, wow. Sind wir ganz schön weit weg. So. Guck mal, da können wir rein. Vielleicht finden wir hier drin, was wir brauchen. Schreibtisch. Das haben wir schon mal. Hier ist eine Kiste mit Wasser. New blueprint acquired. Integrating new PDA data. 30 seconds. New blueprint acquired. Da. Es ist zwar nicht das, was ich wollte, aber... schaden kann es auch nicht. Jetzt gehen wir nochmal rein da. So, da komme ich jetzt nicht durch, ne? Da geht's noch weiter. Komm schon, mobile Fahrzeugstation, das kann doch nicht so weit sein. Da ist sie. Eine fehlt noch. Haben wir hier die Stasekanone? Nee.
Aufpassen, dass ich hier drin nicht ersaufe, das wäre echt übel. Da ist der Laserschneider. Scheiße, wo geht's jetzt wieder raus? Hier, ne? Jo, bin dabei. Neue Nachricht haben wir auch schon wieder. Ah, ja. Der Anfang ist immer so ein bisschen mühsam, habe ich das Gefühl, bis man das ganze wichtige Zeug zusammengekratzt hat. Ist da noch auch noch irgendwas? Ja, da, geil. Okay. So. Gut, die Fahrzeugstation haben wir schon mal. Das ist wunderbar. Jetzt kann man dann gleich mal gucken, was wir dafür brauchen. Dann die Batterie für das, für den Segler, das ist auch fast leer. Macht nichts, können wir sie neu machen. Dürfte eh nicht mehr lang dauern, bis die Aurora in die Luft geht, ne? Dann haben wir auch schon den Strahlenanzug. Würde ich mir auf jeden Fall gerne angucken. Wenn die Aurora in die Luft geht. Also über Wasser, also deswegen. Warte mal. Falsche Taste, so. So, schauen wir mal. Titanbarren, Schmierstoff und Energiezelle. Ach je, wo kriege ich denn jetzt eine Energiezelle her? Okay, eine Energiezelle können wir ganz einfach machen. Für Batterie brauche ich wieder Kupfererz und Säurepilze. Alles klar, ich brauche zwei Batterien. Habe ich noch irgendwo Kupfer? Natürlich nicht, ein Kupfer fehlt mir jetzt. Sollen wir was trinken? Der schmeckt schon, der ist verrottet, den kann man fallen lassen. So, ein Kupfer. Und Säurepilze. Da, verflixt. Hat er mich wieder erwischt. Jetzt hat er mich wieder erwischt, verdammt. Naja, was soll's. So, Kupfer, jawoll. So mag ich das jetzt noch, Säurepilze. Hab ich noch gar nicht gescannt. Ne, das Wassergras habe ich noch nicht gescannt. Geh doch weg. Denn Pestbollen da. Da. So, was brauche ich denn jetzt noch? Titanbarren. Okay, das ist auch einfach. Das müssen wir auch schon hinkriegen. Ich mach mal erstmal Batterien. So, zwei Stück, genau. Und Silikongummi, das haben wir hier drin. Zack. Eine Energiezelle. Läuft die im Schnürchen hier. So, jetzt brauchen wir, was brauchen wir noch? Was war das? Titan und Schmierstoff. Okay, Titan. Diese Titanbarren, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 und einmal Schmierstoff. Ah, dann haben wir es ja schon. Geil. Um, einmal Barren und Schmierstoff. Das heißt, jetzt können wir hier einmal die mobile Fahrzeugstation machen. Wunderbar, geil. Na, dauert ein bisschen, dauert ein bisschen. Da haben wir sie. So, genau das machen wir jetzt nämlich auch. Jetzt packen wir das Ding mal hier hin. Gut, die muss ich nachher sowieso wieder mitnehmen. Also irgendwann später. Ich setze jetzt einmal mal. Was ist das denn? Ach, das ist Schrott. Okay. Ich setze jetzt einfach mal. Ach
komm, ist eigentlich egal, ne? Uns auch hier hinsetzen. Direkt ist eigentlich wurscht. So. Tada, da ist sie ja schon. Mobile Fahrzeugstation. Machen wir hier mal einen Screenshot. So. So. Gut. Seemotte. Fehlt uns zwar bestimmt noch. Ja, fehlen uns noch Fragmente. Okay. Die sollten aber auch nicht so schwer zu finden sein. Was ich jetzt eher noch gebrauchen könnte, wäre eine neue Batterie für den Seegleiter. Also wir müssen mal kurz gucken, ob wir noch irgendwo Kupfer rankriegen. Habe ich noch Kupfer? Ach nö, ich brauche... Nö, passt. Passt. So, dann nehme ich hier nochmal zwei Pilze mit. Und mach mir nochmal eine Batterie zur Reserve. Genau. So. Ja, komm. Wird schon ein bisschen alter Fisch, aber was soll's. Ach, da habe ich ja noch einen, okay. Das Reparaturwerkzeug, Scanner. Das hat noch 100. Das kann ich eigentlich mal wegpacken. Obwohl, nee. Ne, ich lasse es erstmal. Auch eh noch ein paar Teile. Aber zuerst würde mich die Seemotte reizen. Deswegen gucken wir mal. Wir noch irgendwo Wracks finden. Quarz können wir mal noch mitnehmen. Kupfer. Und Titan. Noch ein Quarz. So, was haben wir denn hier noch? Ist hier noch irgendwas? Guck mal hier. Habe ich hier schon? Ja, hier. Ah, guck mal, ein Pirscherzahn. Was bist du? Seegleiter. Braucht man nicht. So, ich muss auftauchen. Jetzt mal gucken. Seemotte, Seemotte, Seemotte. An der Kiste. Die Seemotte liegt eh nicht in den Kisten drin. Es liegt hier einfach so in der Gegend rum. Ich muss es nur finden. Das ist halt immer die Sache. Im Finden. So. Ja. So, wo bin ich denn jetzt? Ah, okay. Okay. Laserschneider, den können wir auch gebrauchen. 30 Sekunden. Near Blueprint acquired. So. Irgendwo hier liegt auch ein Wrack. Ja, ich hab's schon gefunden. Ist schon wieder dunkel, habe ich das Gefühl. Und jetzt sag mir bitte, dass da irgendwo ein Teil von der Seemotte rumliegt. Atommüllbehälter. Oh, da ist schon der erste infizierte Fisch. Scanraum haben wir jetzt auch. Der Bioreaktor haben wir schon. Ja, es wird tatsächlich schon wieder dunkel. Was bist du? Du bist auch Scanraum. Das erkenne ich. Okay, hoch. Hoch, hoch, hoch. Ist das auch so? Ja, okay, das sind diese komischen Sauerstoffpilze. Oh nein.
Junge, was ist denn los? Was ist denn los? Oh ja. Gott sei Dank habe ich eine mitgenommen. So, hier waren wir schon. Hier gibt's nichts. Nehmen wir mal den Schrott noch mit. Lass mich mal in Ruhe, bitte, danke. Wenn wir könnten. Nee, ich möchte echt erst die Seemutter haben. Yep. So. Ja, ich hätte erst gerne die Seemutter, bevor ich anfange, Basis zu bauen. Aber ist halt die Frage, wo kriege ich jetzt die Fragmente her? Das ist immer eine Sucherei hier. Seemottenfragmente. Ich überlege gerade, wo man die denn am besten finden kann. Na, klar, ich mit seinem Spielzeug. Wir könnten auch. Wir könnten ja auch zum Signal fahren. Vielleicht finden wir da noch Teile. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. Oh. 18 minus 10, 9. Ey, warte, Moment, Moment, Moment. 6, 5, 4, 3, 2. Wow. Ja, schade, jetzt haben wir, dass es jetzt dunkel war, das hat man es gar nicht richtig gesehen. Schade, schade. So, jetzt können wir mal gucken, was wir hier für den Strahlenanzug brauchen. Fasergewebe und Blei. Schwimmflossen, oh, Silikongummi. Glas, Titan und Silbererz. Strahlenschutzanzug. Das kriegen wir eigentlich schnell zusammen. Ich weiß gar nicht, habe ich schon zwei Blei? Könnte sogar sein. Irgendwo hatte ich Blei. Achso, unten in dem Behälter, ne? Hier den Pirscherzahn machen wir mal da rein. Was habe ich jetzt gesagt, was ich jetzt brauche? Ach ja, zwei Silikongummi für die Flossen schon mal. Ja. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Gut, jetzt können wir schon mal ein bisschen schneller schwimmen. So, die bessere Taucherflasche hätte ich auch gerne. Da brauche ich zwei Glas, Titan und Silbererz. Silber habe ich jetzt natürlich keins, aber Glas. Das Titan können wir auch gerade. So, haben wir noch Wasser? Nee. So, Titan habe ich. Jetzt fehlt nur noch. Na komm, den Nährstoffblock können wir auch verputzen. Wunderbar. Jetzt brauche ich nur noch Silber. Das kriege ich jetzt wieder nicht hier in der Ecke. Oh, und da wird wieder hell. Ah, ein Blei brauchen wir also noch. Huch, nein. Okay. Und Fasergewebe. Fasergewebe mache ich aus. Ich habe es wieder vergessen. Oh, diesen komischen Schlingpflanzen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Schlingpflanzen. Zwei Stück. Also vier.
So, das heißt, wenn wir die Seemotte haben, können wir auch mal zur Aurora flitzen noch. Dann kriegen wir dann auch noch einen Haufen Baupläne. So, mein Lieber. War klar, dass du jetzt hier wieder ankommst, du. Geh weg. Warte mal, liegt hier vielleicht noch ein Seemottenfragment? Kann natürlich auch sein, dass es irgendwo hier rum liegt. Ja, was brauche ich noch? Silber, genau. Silber, 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 Silber brauchen wir noch. Halt hier, hier, gib mal das Bläschen. Ja, schade. Ja, ich weiß. So, wenn wir erstmal die nächste Taucherflasche haben und den Anzug und die Seemotte, dann geht es erst richtig los hier. Dann haben wir soweit die wichtigsten Sachen, die wir für den Anfang brauchen. Ja, dann kommt der Rest von quasi von alleine. So, warte mal, da waren bloß wieder ein Kalkstein hier, ne? Na egal, Kupfer nehme ich auch, gar kein Problem. Jetzt mal gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwo ein Seemottenfragment finden. Ja, Titan brauche ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt. Zwar auch bald, ziemlich... 100 Meter. Oxygen efficiency decreased. Ah. Ja, genau das. Nicht so laut, nicht so laut, nicht so laut. Darf ich mal? Danke. Was macht denn ihr? Ihr kuschelt. Guck mal, ein Gabelstapler. So, was bist du? Der Bioreaktor. Da ist ein Tisch. Den scanne ich natürlich. Scanraumfragment haben wir jetzt zwar schon. Schon keine Seemotte? Du bist Scanraum, haben wir auch. Genau deswegen brauche ich die Seemotte. Ja, ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Mach ja schon. Das war wieder knapp. Guck mal, da ist noch eine Kapsel. Ja, komm, wenn wir schon da sind, dann gucken wir uns die gleich mal an. Ultraleitfähige Schwimmflossen, sehr schön. PDA. Und wo geht's rein? Blei einsammeln, sehr schön. Was haben wir hier noch? Ja, die Dinger. Ja, wie immer. Sonst gibt's hier nichts, nur Blei. Okay, schade. Hallo? Läufst du auch? Okay. Oxygen. Was zwar überhaupt nicht beabsichtigt, dass wir die Kapsel hier finden, aber egal. So, guck mal, da ist auch noch ein Schrotthaufen. So, schauen wir mal hier ganz grob. Da ist ein Teil von der Seemotte. Passing 100 meters. Oh nee, fehlt immer noch ein Teil. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Es ist zum Metallschrott. Verdammte Sandhaie. Blei. Sehr schön. Hier noch irgendwas. Ey, was ist das denn? Ey. Oh, ich muss hoch. Oh, ich muss hoch. Ich bin jetzt fast wieder verkackt. So. Komm jetzt.
Ich glaube zwar nicht, dass hier noch ein Teil von der Seemutter rumliegt, aber besser zweimal gucken. Da können wir dann bei Gelegenheit auch noch rein. Das ist doch jetzt hier wieder... Ich komme jetzt natürlich nicht ran, wegen den garstigen Viechern hier. Aber das hier ist... Scanraumfragment braucht man nicht. Seemotte, Seemotte. Ja, das schaffen wir diesmal. Schade. Da ist auch nochmal Scanraum. Oder zweimal. Okay, jetzt mal hoch. Guck mal, wir sind schon fast an der Insel dran. Das ist ja Wahnsinn, wie weit wir schon weg sind. Was? So, da würde ich mal sagen, ich mache an der Stelle hier Schluss. Suchen dann in der nächsten Folge weiter. Dann sollten wir das Ding hoffentlich finden. Dann können wir richtig loslegen hier. Gut, dann macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.